Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und Moment mal, wo sind wir denn hier? Warum waren wir hier nicht schon mal? Scheinbar nicht. Ich dachte, wir wären hier schon gewesen. Okay, ja gut, dann. Ich habe mich schon überlegt, wenn wir hier schon alle Fragezeichen abgeerntet haben, wie soll ich den denn in eine Schlacht verwickeln? Ja, wird ja schwierig, dann ja, die ganzen Soldaten und so wieder zu töten. Ist ja dann nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber wir waren hier noch nicht. Ich dachte. Und eine Quest ist ja auch noch. Deswegen kam mir das alles so bekannt vor. Wir haben hier mal trainiert für die Schlacht der 100 Hände. Mit der Frau. Ich traf Roxana auf Hydria. Sie sagte, wer an der Schlacht teilnehmen will, solle mit dir sprechen. Das ist ganz richtig. Ich bin Drakios. Alexios, ich interessiere mich für die Teilnahme an dieser... Wie hast du sie genannt? Die Schlacht der 100 Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Sie kämpfen um ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Mit Töten verdiene ich meine Drachmen. Diese Schlacht wird nicht anders sein. Fürwahr. Du hast das Aussehen eines mythischen Helden. Zukünftige Generationen werden mir zu Ehren Lieder singen. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld immer höher. Wenn du damit die meinst, an die ich denke, würde ich sie gerne treffen und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden. Auch eine erbitterte Kriegerin. Eine Verwandte von dir vielleicht. Du meinst Deimos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einem Teilnehmer. Aber wenn du die Schlacht der 100 Hände gewinnst, sage ich dir alles, was ich weiß. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Ich war schon bei Roxana auf Hydria. Ich weiß. Sie wäre auch meine Empfehlung, da sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört. Bereitet euch zusammen vor. Dann habe ich mit Sicherheit einen Platz in der Schlacht für dich. Woher stammt die Tradition eines Kampfes jeder gegen jeden auf Melos? Es begann mit der finanziellen Unterstützung der mächtigen Leute, die ich erwähnt habe. Metaphorisch kämpft jeder Teilnehmer gegen einen Hekatonchiren. Die Kreaturen mit 50 Köpfen und 100 Händen. So ist es. Wenn man alle Mitstreiter besiegt, ist es, als hätte man die Kreatur selbst besiegt. Eine ziemliche Leistung. Nichts, woran sich Schwache versuchen sollten. In der Tat. Was weißt du über Roxana? Sie entstammt einer langen Reihe von Titelanwärtern. Tatsächlich hat fast ihre ganze Familie schon versucht, die Schlacht der 100 Hände zu gewinnen. Titelanwärter also? Keiner war so talentiert wie Roxana, muss ich dazu sagen. Wie kamst du dazu, diese Schlacht zu organisieren? Ich war ein aufstrebender Händler in dieser Region, aber vom Glück verlassen, wie sich zeigte. Ich war einiges schuldig und mächtige Leute forderten eine Gefälligkeit ein. Am Ende war das ganz gut für mich. Kampfsport ist ein großes Geschäft auf Melos. Die mächtigen Leute, von denen du sprichst, sind Anhänger des Kults des Kosmos, oder? Die Mysteriösen. Du willst sie treffen. Ich weiß, aber das muss noch warten. Wie lange? Ich bleibe in Kontakt mit meinen Siegern. Wenn du die Schlacht gewinnst, können wir das beim Siegerumtrunk besprechen. Okay, ich bin bereit, Heißling. Gewiss.
Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Ich folge dem gleich, dann können wir die direkt erledigen. Ja, richtig. So wie diese Krieger aussehen, werden wir eine denkwürdige Schlacht der 100 Hände erleben. Ich glaube, die Menschen werden noch jahrelang darüber reden. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüstungen aus. Danke, Drakios. Seid bereit, Krieger. Schlacht wird bald beginnen. Dann wollen wir mal. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Okay, warum kämpfen die so weit da hinten? Gibt's die Sippelkämpfe? Das bedeutet ein Viertel. Irgendwo bestimmtes hin. Schön, wie ihr immer noch zusammenkämpft, obwohl ihr eigentlich. Nein. Was macht ihr eigentlich hier? Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist gefallen. Ein Söldner ist gefallen.
das überhaupt welche, die man töten soll? Ihr wirkt eher wie Zuschauer. Da scheint noch irgendwas zu sein. Ist nicht gerade hier Roxana? Oder wie sie hieß? Ich weiß es nicht. Cool, beide mit einem Schlag ausgeschaltet. Du! Stell dir vor, der Bär würde gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass der Söldner hier zugehörte, oder? Ich muss in Bewegung bleiben. Ja. Die Anzeige wäre von Anfang an auch viel sinnvoller gewesen, ehrlich gesagt. Wäre man nicht so aus dem Flow rausgekommen. Warum rennen die hier alle so komisch rum? Ich dachte, es gibt hier keine Teams. Sie kämpfen mit Obsidian-Schwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Hier kämpft jeder für sich selbst. Aber die arbeiten offenbar zusammen. Ja, hat ihn aber auch nicht so viel gebracht. War gut, dass dir das auch aufgefallen ist. Die anderen Teilnehmer müssen irgendwo anders sein. Wo sind denn die anderen? Scheint auch nur noch einer da zu sein. Ehrlich gesagt, schon ein bisschen gehofft, dass es etwas schwerer wird. Ist das noch richtig? Und los! Vorbei. Ich soll
Drakios. Drakios, da hinten. Diese Leichen. Welch Vergeudung von Leben für den Spaß. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Ich habe Roxana nicht unter den Toten gesehen. Okay, da haben wir sie doch nicht getötet. Alles klar, die eine sah ihr sehr ähnlich. Wie mächtig all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir hierher nach Melos und schlachten uns wegen eines Beutels voller Drachmen gegenseitig ab. Vielleicht ist das auch genau der Sinn dahinter. Und der Sieger, also der Beste, wird dann einfach vom Kult wahrscheinlich rekrutiert. Falls er überhaupt am Leben bleibt. Seinen letzten Herausforderer? Gewiss, den gibt es. Geduld, Alexios. Geduld. Rede, Drakios. Ist es Roxana? Hat sie überlebt? Der letzte Herausforderer nähert sich. Ja, sie ist es. Komm! Der letzte Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Es war klar, aber es ist auch irgendwie blöd. Mal gespannt, was wir für Optionen haben. Ich würde sie ungern töten. Andererseits wäre es wahrscheinlich auch für sie eine Ehre zu sterben. Unsere Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört! Roxana, nur einer von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana. Denk nach! Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah. Wir können einfach gehen. Nur einer von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Alexios. Tu das nicht so kurz davor. Genug! Bringt es jetzt zu Ende! Nein! Roxana, wir entscheiden, wie es endet, nicht er! Ich fange an zu glauben, dass es Wichtigeres gibt als Ruhm und Reichtum. Dann komm mit auf mein Schiff! Es warten noch viele Abenteuer auf uns in der Ägäis. Du hast recht! Ich komme mit dir! Yes! Nein! Ihr müsst die Schlacht beenden! Es ist vorbei, Drakios! Es ist vorbei, wenn ich es sage! Wache! Wir haben gerade irgendwie 100 Leute oder so getötet. Wir sind die einzigen Überlebenden. Und ernsthaft, das ist deine Idee dahinter, uns mit zwei Leuten anzugreifen? Er ist stark. Also er ist tatsächlich mega stark. Hab Dank, mein Held. Dann sehen wir uns auf meinem Schiff.
Ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wohin der Wind uns führt. Wo immer das ist, erwarten uns Abenteuer. Uns beide. Sehr gut. Ein Ende, das ich mir gewünscht habe, tatsächlich. Auch wenn ich erst ja, kurz davor wusste, dass es das gibt, dass das möglich ist. Schönes Bild. Komm, das gibt ein Like. Auch schön. Ach komm, weißt du, bin heute großzügig. Tja, das heißt aber, wir müssen immer noch die Insel hier erstmal schaffen. Müssen also auch irgendwie wieder hier rüber. Frage ist halt wie. Ich scheine schwimmen zu müssen. Der Tempel wahrscheinlich. Der Anführer müsste ausgeschaltet werden, aber hier ist auch noch eine ganze Burg. Gucken wir mal. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Aegis des goldenen Gelächters. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, der Staat ist ja schon extrem angreifbar. Vielleicht wird das Athens Macht erschüttern. Er steht so schön alleine hier rum. Athens Einfluss ist damit geringer. Habe ich nicht gesehen.
Wer? Ah, okay. Jemand hat die Leiche gefunden. Verdammt. Das ist nicht gut. Wo ist das Fackelding da hinten? Oder habe ich das schon nicht sogar schon präpariert? Oh. Diese großen Schildträger mag ich gar nicht. Nicht mal mit dem Speer getroffen. Hä?
Schatz soll hier noch sein, aber Kriegsvorräte sind doch hier. Ah, wahrscheinlich ist das nicht der Schatz. Der Staatsschatz. Das hier ist ja alles sehr... Vielleicht ist... Ja, wir haben hier gar nicht so viel zu tun, tatsächlich. Wir können jetzt sogar schon die Seeschlacht einleiten. Ah, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.